Die GNTM-Produktion bereitet die Kandidatinnen auf Netzhate, Shitstorms und Co. vor. Wie in jedem Jahr kommen die Geschehnisse bei Germany's Next Topmodel nicht bei allen Zuschauern gut an. Deshalb werden einige Nachwuchsmodels während der Ausstrahlung immer wieder mit negativen Reaktionen im Netz konfrontiert. Aber wie genau schult das Team die Kandidatinnen im Vorfeld eigentlich zum Thema Hassnachrichten? Promiflash hat bei Jessica aus der aktuellen Staffel nachgefragt. Ja, wir werden definitiv von der Produktion vorbereitet. Also wir hatten tatsächlich auch ein Meeting gehabt, wo uns dann nochmal alles erklärt wurde, wie es danach ist, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Und es war schon sehr interessant. Für Jessica ist es nämlich eine große Umstellung, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen und so viele Menschen im Netz an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Das Produktionsteam coacht seine Schützlinge deshalb auch in Sachen Social Media. Deswegen sollen wir auch darauf achten, was wir so posten und immer zweimal alles überdenken, bevor man irgendwas sagt, auch zu kritischen und politischen Themen zum Beispiel auch. Also nicht einfach die Kamera an und dann reden, sondern echt nochmal nachdenken, so wie wird das rüberkommen, weil es sind halt, wie gesagt, über tausende Menschen, die dann eventuell deine Story angucken und jeder hat halt eine andere Meinung so und ja, deswegen muss man halt schon echt vorsichtig sein. Persönlich macht die Berlinerin bislang noch keine Erfahrung mit negativen Kommentaren oder Hassnachrichten. Ganz im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch gar keine negativen Messages bekommen. Also bislang sind wirklich sehr, sehr viele begeistert von mir, was ich, wie gesagt, sehr krass finde, weil man sieht mich ja wirklich sehr wenig. Aber das, was die sehen, scheint die wohl so zu das scheint die so umzuwerfen, dass sie mich irgendwie feiern. Aber auch solche positiven Reaktionen sind für manche GNTM-Girls noch ziemlich überwältigend. Die Kandidatin Viola muss sich beispielsweise noch an die vielen Begegnungen mit ihren Fans gewöhnen. Aber wie oft wird die Studentin denn mittlerweile eigentlich auf der Straße angesprochen? Ja, alle 5 Meter. Alle 5 Meter? Krass. Das ist ja viel. Also ich gehe auch gerne jetzt mit Kapuze aus dem Haus, damit ich ein bisschen mehr Entspannung habe, wenn ich einfach nur in den Supermarkt gehe. Und diese Situationen wachsen Viola schon auch mal schnell über den Kopf. Sie betont: Ich finde, das kann auch sehr viel werden, aber ich finde das auch immer noch eine komische Situation immer. Ja. Paulina genießt es im Moment hingegen in vollen Zügen, die GNTM-Zuschauer persönlich kennenzulernen. Die Berlinerin betont gegenüber Promiflash: Also ich muss sagen, mir passiert das nicht so häufig, aber schon ab und zu. Und wenn es dann passiert, dann freue ich mich echt immer mega, auch mit den Zuschauern zu sprechen und mal zu hören, was sie davon halten. Da lässt sich nur hoffen, dass die Reaktionen der GNTM-Zuschauer auch weiterhin so positiv bleiben und den Nachwuchsmodels fiese Kommentare im Netz erspart bleiben.